Allenstraße, Unterecke Usserhofgraben in Hallau. Und was sehen wir da? Ganz in einem modernen Stil ist das die Sonne Hieroglyphe. Also das heißt, hier wohnen Pharaonen, moderne Pharaonen. Und bei dem nächsten Krieg heißt das, zerstöre das Haus nicht, wir gehören dazu und töte diese Leute nicht. Und wir machen sie fertig, die Europäer, von innen hinaus, wie ein Virus. Also es wird noch gemacht heutzutage, also. Okay, so machen sie das. Da wohnen Pharaonen. Okay, und tschüss. Ja, dann ist hier in Hallau nochmal sehr deutlich die Sonne-Hieroglyphe zu sehen. Ich bin hier mal drei, vielleicht fünfmal vorbeigelaufen, ich habe noch nichts gesehen. So einfach läuft man daran vorbei, da. Das ist die Sonne-Hieroglyphe, 1893. Dann haben sie das noch sehr viel gemacht. Und da oben ist natürlich die Erddomination. Die wollen die ganze Erde regieren und tun sie auch. Fast wie ein Obelisk ein bisschen, aber nicht ganz. Das hat noch gerade gefehlt. Ja, aber da ist dann die Sonne-Hieroglyphe, das weibliche Element nochmal. Die Sonne. Obwohl in der Meistersprache ist es der, Le Soleil. Und tschüss. Ja, jetzt bin ich hier in Neuhausen bei den Trübol-Gebäude von Thomas Minder. Der Emiram hat mir gerade die Adresse gegeben. Und was sehe ich? Es sind wieder alles die gleiche. Schau mal, da haben wir die Sonne-Hieroglyphe und der Dreieck überall. Das sind Freimaurergebäude, ein Pharaonengebäude. Und da haben wir Trübol. Diese schlaue Typen, die haben, und da auch Dreieck und die Sonne-Hieroglyphe, sogar im Holz geritzt. Wie ein Tempel, schau mal mit dieser Säule da. Wie ein Tempel. Ja, diese schlaue Typen, die haben einfach eine neue Strategie, die etwa 4, 5, 6 Schritte voraus aktiv wird. Das kannst du rechnen. Oder dass niemand anders auf diese Abzocker-Initiative kommt und etwas macht. Wenn ich mich den Typ ansehe, dann bin ich mir sicher, dass es auch so einer ist. Okay. Und tschüss. Tja, da war ich dabei, der Trübol von dieser Thomas Minder. Dann gucken wir nochmal, steht oft in der Zeitung auf dem Moment, da, Trübol. Ja. So. Es ist ganz einfach. Sie wissen, es ist ein Bedürfnis beim Volk, dass irgendjemand etwas tut. Und bevor jemand irgendetwas anderes etwas tut, dann setzen diese Pharaonen und Freimaurer sich eine Bewegung schon am Kopf, damit schließlich nichts passiert. Das ist das ganze System. Und das ist das, was hinter den Thomas Minder steckt. An seinem Gesicht, außerhalb ein bisschen seiner Nase, ist nicht zu sehen, dass er ein Pharaon ist. Aber bekanntlich, sie sind ja nicht mehr zu erkennen. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ja, keine Zeit. Und es ist ja deutlich, der will überhaupt nicht einmal darüber reden. Der weiß ja alles schon. Weil der ist ja einer von denen. Ich meine, guck doch mal. Alles hier. Das ist ja einer von denen. Und mit dem Nationalsozialismus, mit Nationalismus, mit Kommunismus ist es überall das Gleiche gegangen. Es gab ein Bedürfnis beim Volk und das haben sie ganz schlau infiltriert oder gerade mal am Anfang haben sie das auf die Beine gesetzt. So, so ist das. Okay, Kapitän Minder, Thomas Minder, Schluss, wir wissen es. Jetzt sind wir im Schaffhausen neben dem Bahnhof. Pause. Und nochmal versuchen, da sind wir hier in Schaffhausen neben dem Bahnhof, Riesenobelisk.
vier Elemente unter drauf, Brünneli für ISIS. Da ist es Bahnhof, Schaffhausen. Ne? Da, SBW. So, ein riesen Obelisk. Die Pyramide oben drauf. Und da ist da die berühmte Turm. Mit Lappi macht die Augen auf. Steht da drüber. Der Bloch hat es mehrmals erwähnt in seinem Buch. Der kommt von hier. Als Witz natürlich, wenn jemand macht die Augen auf. Und dieser Thomas Minder, wo ich vorher war, der macht einfach sicher, dass nichts durchkommt, dass sie einfach weitermachen können. Und wie kann man das besser machen, als gerade oben am Kopf von einer Organisation zu stehen, die dafür sorgt. Genauso wie die Justiz dafür sorgt, dass es kein Recht gibt. Und da war ich nochmal von der anderen Seite, mit dem Spur neben der anderen, neben dieser Obelisk. Da einfach runde Sonnenhieroglyphen ohne etwas da dahinter, das ist auch niemals etwas da dahinter gewesen. Und natürlich die Sonnenhieroglyphen, ja, ja. Und tschüss. Jetzt laufen wir zu diesem Turm, gehen wir in die Innenstadt rein. Vielleicht können wir es jetzt schon lesen mit dem Lappi. Lappi macht die Augen auf. Naja, wer macht dann die Augen auf? So. Und Lappi ist da, macht die Augen auf. Lappi zu die Augen auf. Mal besser gucken. Und tschüss. Ja, Schaffhausen ist natürlich voll mit so Sachen. Die denken alle, ich bin ein normaler Tourist. Da habe ich Freimaurerzeichen im Judenstern Totenkopf. Ja, das war schlecht. Überall die Sonnenhieroglyphe. Natürlich wird ein Auto vorbeikommen. Da das komische Zeichen da. Und da haben wir die Sonnenhieroglyphe im Dreieck. Dieses Haus ist wirklich voll. Unser Zeug. Okay. Eine ganze Reihe von Sonnenhieroglyphen überall. Da und da und da. Da ist der große Tempel. Mit das komische Teil oben da drauf. Mit den Säulen. Und hier noch immer in Schaffhausen. Da ist überall. Das ganze Haus ist voll mit Sonnenhieroglyphen. Überall. Ja, es ist ziemlich bekannt noch. Jetzt sogar oben drauf ist eine ganze Reihe. Deutlich kann nicht sein. Gerichtsgebäude in Schaffhausen. Und natürlich muss es da einen Sonnenhieroglyph haben. Geht nicht anders. Oder meint ihr, sei Zufall? So, ihr Verbrecher, wie der Thomas Minder. So, noch immer in Schaffhausen hinter die Bibliothek. Endlich mal wieder mein Rucksack drauf. So. Ah, darüber ging es überhaupt nicht. So, eine Pyramide. Wow, Mann, ey. Da im Garten, da bei dem Kloster oder so etwas. Okay, andere Winkel. Mal hier. Es steht überall voll damit. Obelisken, Pyramiden. Da, schöner Klostergarten. So, jetzt suchen wir da den Obelisk. Mann, ist wie Indiana Jones hier. Schau mal, der Obelisk. Boah. Schau mal. Shit. Indiana Jones hier. Auf Entdeckungsreise.
So. Und tschüss. Die bei Neuhaus habe ich. Tja, hier in Bern bei Breite Rhein. Du denkst, es ist eine einfache Schuhmacherei. Ganz einfache Schuhmacherei. Aber was sehen wir da? Die Sonne Hieroglyph auf der Tür, ganz neu. Und das heißt, ihr Pharaon, kauft eure Schuhe hier. Ja, alle sieben Zwerge im Bundeshaus, kauft sie hier. Der Schuhmacher ist wohl kein Pharaon. Aber die, von denen das gehört, ist einer. Wie heißt die Name? Keine Name. Okay, versteht ihr, was ich meine? Ja, hier sind wir gegenüber die Botschaft von Griechenland. Oben drauf haben wir das Freimaurerzeichen, der Dreieck. Und das ist Osiris. Und unten ist da die Isis, so wie immer. Und dann nochmal ein ganzes Bild. Und tschüss. Ja, die Pharaonenshow natürlich. Wahnsinn, mitten in der Stadt. Ist aus dem Auto gezogen hier. Ja, eigentlich hörte das in Bulle-Show, aber ich habe die Kassette noch nicht fertig. Tue ich dann bei Pharaonenshow. Schau mal. Ey. Wahnsinn. Das ist eine ganz komische Sonne-Hieroglyphe. Ich habe noch nie so eine gesehen in meiner Laufbahn als Pharaonenschule. So eine habe ich noch nie gesehen. Ein komisches Haus. Wow, aber eindeutig ist es das. Tja, und da oben. Keine Ahnung, was das soll. Aber die Sonne-Hieroglyphe ist sehr deutlich. Und tschüss, hier in Bern. Da geht der Gustav. Der hat das Zeug da dafür. Ich habe ihm erklärt und der sieht die Sache schon. Ja, ja, da haben wir es dann. Der Gustav hat es gesehen. Da. Sonne-Hieroglyphe. Ja. Überall hier. In, wie heißt die Ortschaft hier? Ramses. Ramses sind wir hier. Im Ramses. Okay, wo bist du, Gustav? Da, okay. Ich komme, Gustav. Da sind wir ja bei der Tür, beim Eingang. Und da ist da wieder die Sonne Hieroglyphe. Ist das allsehende Auge da drin, oder was ist das? Ne, ja? Komisches Ding. Das ist ganz alt. Und hier war immer auf eine Schlüsselposition. Geografisch, dieses Mal keine politische Schlüsselposition, so wie beim Bundesbehörden, Behörden und so weiter, aber eine geografische. Hier sind immer alle hier vorbeigekommen und das ist sehr zentral in der Gegend und hier organisieren wir uns gegen die Europäer und die